Wie bekommt man eine fette Grafikkarte in ein dünnes Notebook? Ada Lovelace, NVIDIAs aktuelle Architektur ist ziemlich effizient. Das bedeutet, die Grafikchips liefern für eine verhältnismäßig geringe Leistungsaufnahme eine starke Leistung. Und durch die geringe Leistungsaufnahme sind auch keine dicken Kühler notwendig. Ich habe das Omen Transcend 16 mit einer RTX 4070 getestet und bin wirklich erstaunt darüber, wie viel Grafikleistung in diesem doch recht schlanken Gaming-Notebook steckt. 1:1 bei der Desktop-Leistung sind wir allerdings noch nicht. Eine Laptop-RTX 4070 performt eher wie eine RTX 4060 Ti für den Desktop. Wir kommen aber schon sehr nah ran an die Desktop-Leistung und das ist ja auch keine schlanke Grafikkarte. Und daher frage ich mich immer wieder staunend,